Guten Morgen, mein Name ist Daniel Niedecker, ich bin Pastor in der FG Münsingen. Ich habe heute Kanzeltausch mit Matthias. Und ich wurde angefragt, ob ich mitmachen möchte in dieser Predigtreihe, die ihr habt über den Petrusbrief. Und ich dachte, ja klar mache ich das. Dann habe ich den Text gelesen und dann habe ich es mir also nochmal überlegt. Aber dann habe ich gedacht, ja, ist eigentlich gut, dass man auch über solche Texte mal predigt. Und darum habe ich dann zugesagt. Ich möchte gerne diese Predigt mit einem Zitat beginnen. Jetzt bräuchte ich die erste Folie. Danke. Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert, tut es aber nicht. Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert, tut es aber doch. Ich finde, dieses Zitat hat einen Funken Wahrheit und vor allem zeigt es, ja, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und genau das macht dieser Text deutlich, den ich heute mit uns anschauen möchte. Und zwar, nächste Folie, irgendwie funktioniert das nicht. 1. Petrus 3, 1 bis 7 lese ich uns vor. Desgleichen sollt ihr Frauen auch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten und prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordnen, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehren, denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Wir merken, es geht hier also darum, wie sich Männer gegenüber ihren Ehefrauen verhalten sollen. Es geht darum, wie sich Frauen gegenüber ihren Ehemännern verhalten sollen. Und es geht damit natürlich auch um die Ehe. Und das ist das, was wir in der heutigen Predigt anschauen wollen. Ich habe sie überschrieben mit von Männern und Frauen. Nächste Folie, genau, super. So, jetzt möchte ich nochmal Verse 1 bis 6 lesen. Desgleichen sollt ihr Frauen auch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Den Text, den wir heute anschauen wollen, ist sicherlich kein einfacher Text und es ist vor allem ein Text, der auch in der heutigen Zeit viel Widerstand, Widerspruch hervorruft. Und ich habe auch schon Christen getroffen, die haben so ihre liebe Mühe mit diesem Text hier. Und trotzdem finde ich es gut, wenn wir ihn anschauen, wenn wir sehen, was steht da genau. Und ich bin überzeugt, das, was Petrus hier schreibt, hat heute noch genauso Gültigkeit. Nun, zuerst wollen wir uns mit dem beschäftigen, was Petrus hier zu den Frauen sagt. Keine Angst, die Männer kommen auch noch dran. Was jetzt aber ganz wichtig ist, und das gilt für Männer wie für Frauen, das, was Petrus hier schreibt, das schreibt er direkt an die Männer und direkt an die Frauen. Das heißt, das ist nicht etwas, was wir vom Ehepartner fordern sollen. Also bitte geht nicht nach Hause nach diesem Gottesdienst und sagt zum Ehepartner, hast du gehört, so solltest du dich verhalten. Bitte hört für euch.
Petrus fängt an mit den Worten, ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und wenn da von den eigenen Männern die Rede ist, ist klar, das sind die Ehemänner. Also Frauen sollen sich nicht jedem Mann unterordnen, sondern dem Ehemann. Die Frage ist jetzt, und das ganz zentral, was bedeutet denn unterordnen? Unterordnen hat zwei Facetten. Erstens einmal, es bedeutet, dass man den anderen höher achtet als sich selber. Und genau das sollen Frauen tun, sie sollen ihre Männer achten, sie sollen sie respektieren, sie ehren. Das zweite, das Wort unterordnen, das beinhaltet ja auch das Wort Ordnung. Das bedeutet, Frauen sollen sich einfügen in diese Ordnung der Ehe und nicht plötzlich daraus ausbrechen wollen. Wir merken also, unterordnen, das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, auch nichts mit Unterdrückung. Wenn wir das so verstehen würden, dann würden wir das, was über die Männer gesagt wird, völlig außer Acht lassen. So, und dann steht etwas Interessantes, was das bewirken kann. Petrus schreibt hier, so können Frauen ihre Männer, die dem Wort, also der Bibel, nicht gehorsam sind, gewinnen. Wir müssen uns vorstellen, in der damaligen Zeit waren viele Menschen, die frisch zum Glauben kamen. Und es kam auch häufig vor, dass nur einer der Ehepartner sich für Jesus entschied und der andere nicht. Und so schreibt Petrus hier, durch das Verhalten der Frauen können Männer gewonnen werden für den Glauben. Und zwar eben ohne Worte, sondern nur durch das Vorbild. Und vielleicht ist das etwas, was sich ganz allgemein sagen lässt. Männer lassen sich eher durch das Vorbild von ihren Frauen etwas gewinnen, als wenn die Frau ständig kritisiert und herumnörgelt. Dann kommt Petrus noch auf den Schmuck der Frauen zu sprechen. Auf den ersten Blick könnte man das so verstehen, dass Petrus etwas gegen Schmuck hat. Aber das ist nicht das, was Petrus hier sagen will, sondern Petrus spricht hier von der wahren Schönheit. Und er sagt, wahre Schönheit, die kommt nicht durch Frisuren, durch Kleider oder durch Schmuck, sondern sie kommt von innen, sie kommt vom Herzen. Und das Herz, das ist das Zentrum von uns Menschen, dort treffen wir unsere Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben Einfluss auf unser Leben, auf unsere Gefühle, auf unsere Ausstrahlung. Dort im Herzen treffen wir auch die Entscheidung für oder gegen Gott. Und diese Entscheidungen, die wir im Herzen treffen, die führen zu wahrer Schönheit, weil sie unsere Ausstrahlung beeinflussen. Und so gibt dieser Text ein paar Dinge eben für die Ehefrauen mit, sicherlich auch ganz allgemein für Frauen, aber ganz besonders natürlich für verheiratete Frauen. Und das, was ich jetzt sage, möchte ich mit aller Demut sagen. Ich weiß, ich spreche jetzt als Mann zu euch Frauen. Und wenn ich also etwas sage, was ganz daneben ist, könnt ihr nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mir das sagen. Das Erste, was Petrus sagt, Frauen sollen ihre Männer respektieren. Ich finde, das ist ein etwas zeitgemäßeres Wort als unterordnen, meint aber eigentlich dasselbe. Und ich stelle hier mal eine These, eine Behauptung auf. Männer fühlen sich dann geliebt von ihrer Frau, wenn sie respektiert werden. Zumindest bei mir ist das so. Und die Frage ist natürlich, ja, wie können denn Frauen ihren Männern Respekt zeigen? Oder eben, wie machen sie es nicht? Ich möchte ein paar oder drei Dinge erwähnen. Das erste ist mal, wie sprichst du mit deinem Mann? Ich denke, Männer reagieren häufig sehr, sehr negativ, wenn sie sich so wie den letzten Dreck behandelt fühlen. Also bei Frauen ist es wahrscheinlich auch so. Ja? Und das kann eben mit Worten passieren. Eben ständige Kritik, auch laute Worte, führen häufig dazu, dass sich ein Mann nicht mehr respektiert fühlt. Also wenn du deinen Mann respektieren willst, frage dich, was sage ich und wie sage ich es meinem Mann? Das Zweite, gib deinem Mann nie das Gefühl, dass er zu Hause nichts zu sagen hat. Und das kann wieder verschieden aussehen. Wenn du wichtige Entscheidungen einfach über den Kopf deines Mannes hinweg triffst, dann wird er sich wahrscheinlich nicht respektiert fühlen. Aber auch wenn du ihm zu spüren gibst, hey, deine Meinung, die interessiert mich eigentlich jetzt gerade überhaupt nicht, dann fühlt er sich nicht respektiert.
Und ich denke, das ist auch in der Kindererziehung etwas Wichtiges. Auch wir haben Kinder zwischen 5,5 und 2 Jahren. Und es gab schon Situationen, da habe ich etwas zu den Kindern gesagt, was sie tun sollen. Und dann hat das meine Frau wieder aufgehoben. Manchmal, weil ich nicht wusste, was ich gesagt habe, manchmal aber auch, weil ich fand, ja nein, das finde ich jetzt anders. Aber das sind genauso Momente, wo ich mich nicht respektiert fühle, weil ich den Eindruck habe, ich habe nichts zu sagen. Das Dritte, tritt nicht fordernd gegenüber deinem Mann auf. Auch dann nicht, wenn du dir wünschst, dass er sich irgendwo verändert. Denn zumindest mir geht es so, ein Mann fühlt sich dann schnell irgendwie bevormundet und ich merke das bei mir, ich gehe dann so in Verteidigungsposition. Ich baue so wie eine Mauer innerlich auf. Und das hängt dann mit dem zusammen, was Petrus als nächstes sagt. Frauen können ihre Männer durch das Vorbild gewinnen. Liebe Frauen, wenn ihr möchtet, dass euer Mann sich ändert, dann kritisiert nicht ständig, sondern lebt es einfach vor. Und auch wenn wir Männer das vielleicht nicht so gerne zugeben würden, wir schauen viel mehr auf euch, als wir das zugestehen würden. Das heißt nicht, dass du Dinge nicht ansprechen sollst, die dich eben stören, wo du möchtest, dass sich dein Mann verändert. Aber dann lass ihm Zeit und lebe es einfach vor. Und ich glaube, du kommst viel schneller zum Ziel, wenn du es so machst, als wenn du ständig mit Worten Druck aufbaust. Weil das Problem ist, wenn eine Frau ständig am Mann herumkritisiert, dann fühlt er sich nicht mehr respektiert und dann geht er so auf Abwehr. Und dann bewegt sich gar nichts mehr in der Ehe. Lebt es vor. Und ich glaube, wir Männer können viel von euch Frauen lernen, wenn ihr Vorbilder für uns seid. Dann sagt der Petrus etwas weiteres und ich denke, das ist jetzt nicht nur für verheiratete Frauen wichtig. Ich bin überzeugt, es gilt auch für Männer, aber es ist vielleicht bei Frauen etwas stärker das Thema. Es geht um die Schönheit auch der Frau. Wir leben auch heute in einer Zeit, da gibt es ausgesprochene Schönheitsideale. Und wenn wir so den Petrusbrief lesen, merken wir, zu seiner Zeit war das wahrscheinlich auch so. Der Unterschied zu heute ist aber, dass wir in den sozialen Netzwerken das immer wieder präsentiert bekommen, diese Schönheitsideale. Und das Problem fängt immer dann an, wenn man irgendwo diesen Schönheitsidealen eben nicht genügt. Weil man vielleicht schon älter wird oder weil eben man nicht die Traumfigur hat oder was auch immer. Und das kann dann so das Gefühl auslösen, ich bin nicht schön. Und ich denke, gerade auch wenn man noch Single ist, kann das dann zu dieser Schlussfolgerung führen, ich bin noch Single, weil ich nicht schön bin. Und da ist ganz entscheidend, was Petrus sagt, wahre Schönheit kommt von innen. Sie kommt von deinem Herzen. Die Frage ist natürlich, wie kann denn Schönheit im Herzen entstehen? Und dazu lese ich Epheser 3, Vers 17. Da sagt Paulus, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Paulus sagt hier, Jesus wohnt in unseren Herzen. Aber das geht nur, wenn ich in meinem Herzen eine Entscheidung für Jesus treffe. Wenn ich sage, ja Jesus, ich will an dich glauben und will dir vertrauen. Und dieses Vertrauen zeigt sich darin, dass ich Jesus um Vergebung meiner Sünden bitte. Denn dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, er ist gestorben für mich am Kreuz, um mir zu vergeben. Und wenn Jesus mir vergibt, dann nimmt er das aus meinem Herzen weg, was da ist am Schlechten, am Bösen, aus meiner Vergangenheit. Meine Fehler, meine Versagen nimmt er weg. Und ich denke, schon das hat Auswirkungen auf eben die Schönheit, die Ausstrahlung, auf mein Herz. Aber wenn Jesus in meinem Herz wohnt, passiert noch etwas weiteres. Es steht hier, Paulus sagt, wir sind dann in seiner Liebe gegründet und gewurzelt. Ich habe dann die Gewissheit, Jesus liebt mich. Und diese Liebe von Jesus hilft mir, dass ich mich selber so annehmen kann, wie ich bin. Sie hilft mir auch, meine Umstände anzunehmen, auch wenn sie schwierig sind. Und das ist klar, das gilt natürlich für Männer wie für Frauen.
Und das führt dazu, dass ich eben auch mit meinen Umständen versöhnt bin, dass ich mit mir selber, aber auch mit meinem Aussehen versöhnt bin. Und genau das führt zu wahrer Schönheit. Das hat Auswirkungen auf meine Ausstrahlung, weil dann strahle ich Freude und Friede aus, die Jesus mir ins Herz gibt. Und das ist wahre Schönheit. Die ist anziehend, ansteckend für andere. Und das möchte ich den Frauen wie den Männern mitgeben. Ich wünsche mir, dass wir in die innere Schönheit investieren. Natürlich, wir dürfen auch etwas tun für die äußere Schönheit, das ist ganz okay. Aber dass wir genauso, wie wir uns in die äußere Schönheit investieren, das auch mit der inneren Schönheit tun. Weil sie ist viel, viel wertvoller als alle äußere Schönheit, die es gibt. So, jetzt wollen wir uns zuwenden, was sagt Petrus zu den Männern. Und da lese ich nochmal Vers 7. Desgleichen, ihr Männer, lebt verständnisvoll mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre, denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Die erste Aufforderung an die Männer ist, wohnt verständnisvoll mit euren Frauen zusammen. Und das Wort verständnisvoll, das meint viel, viel mehr als das, was wir darunter verstehen. Denn in diesem Wort steckt das Wort erkennen drin. Und wir wissen, in der Bibel wird dieses Wort auch gebraucht, um die intime Beziehung zwischen Mann und Frau zu beschreiben. Und darum beinhaltet das folgende Dinge. Erstens einmal, wir merken hier, das Erkennen, das umfasst eben die intime Beziehung, aber auch die Liebe, die Sexualität. Und das heißt, in der Bibel gehören diese Dinge unzertrennlich zusammen. Liebe, Intimität, Sexualität. Immer wenn Liebe und Sexualität voneinander getrennt werden, bewegen wir uns weg vom Ideal von Gott, das er hat. Das heißt also, wenn wir Männer verständnisvoll mit den Frauen zusammenleben, dann sollen wir sie lieben und dann sollen diese Dinge eine Einheit bilden. Zweitens, das Wort erkennen meint dann aber auch, dass man als Mann seine Frau immer besser kennenlernt. Es wird wahrscheinlich nie so sein, dass man als Mann seine Frau ganz versteht. Aber man soll darin wachsen, man soll sich bemühen darum, sie immer besser kennenzulernen und zu verstehen. Dann kommt wieder so ein Satz, der ein bisschen Empörung auslösen kann. Die Frauen werden hier von Petrus als die Schwächeren bezeichnet. Ganz sicher gibt es Bereiche, da sind Frauen schwächer als Männer, aber ich glaube, es gibt auch die Bereiche, da sind die Männer schwächer als die Frauen. Was das Wort aber auch bedeuten kann, es kann auch sensibel bedeuten. Und ich glaube, das stimmt in den meisten Fällen, dass Frauen sensibler sind als Männer. Männer merken viel weniger schnell, wenn sie ihre Frauen verletzen. Und wenn Männer nicht verständnisvoll mit ihren Frauen umgehen, dann kann das eine Frau hart treffen. Und die Folge wird dann auch beschrieben, das gemeinsame Gebet wird verhindert. Man könnte auch sagen, gemeinsames Gebet wird schwierig, weil wenn wir als Männer nicht so mit den Frauen umgehen, wie sie beschrieben wird, dann kann es leicht sein, dass so eine Spannung da ist, dass ungeklärte Dinge in der Luft liegen und dann wird gemeinsames Gebet ganz schwierig oder zumindest oberflächlich werden. Und so sehen wir hier ein paar Dinge, was eben die Männer betrifft. Das Erste, und das betrifft eben wahrscheinlich die Männer ein bisschen mehr als die Frauen, in der Bibel wird klar gezeigt, dass Liebe und Sexualität unzertrennlich zusammengehören. Und ich denke, das ist ein Grundproblem der heutigen Zeit, gerade im Bereich der Sexualität, dass Liebe und Sexualität auseinandergerissen werden. Ich habe mal jemanden sagen hören, der hat gesagt, ja, Sexualität hat für mich nicht in erster Linie etwas mit Liebe zu tun, sondern es ist mehr so eine Art Sport. Und da passiert genau das, da wird Liebe und Sexualität getrennt. Ich möchte da etwas vorlesen, was Paulus auch gesagt hat im Epheserbrief, Epheser 5, Verse 1 und 2. Dort schreibt er, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder
und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Wandelt in der Liebe. Und was da spannend ist, wenn wir weiterlesen, sagt dann Paulus: von Unzucht aber haltet euch fern. Es geht also nachher um die Sexualität. Und Paulus fängt hier an und sagt: wandelt in der Liebe. Und genau damit macht er deutlich, Liebe und Sexualität gehören zusammen. Und wir merken auch, Paulus beschreibt auch gerade die Liebe und er spricht von einer aufopferungsvollen Liebe, weil er sie mit der Liebe von Jesus vergleicht. Und das heißt, die Idee Gottes von Sexualität ist, dass sie von Liebe geprägt ist. Es geht nicht primär um mich, es geht nicht primär um meine Bedürfnisse, um meine Lust, sondern es geht um den anderen. Und da ist es gut, wenn wir uns selber immer wieder mal prüfen und fragen, ist das mein Bild von Sexualität? Wenn nicht, dann bin ich überzeugt, kann Sexualität in der Partnerschaft nicht erfüllend werden. Und ich bin auch überzeugt, dass wir zu ganz vielen anderen Problemen führen, weil ich dann ständig daran bin, irgendwo meine Lust zu befriedigen. Also Liebe und Sexualität dürfen wir nicht voneinander trennen. Natürlich, das geht auch die Frauen an, aber ich denke, das ist eher ein Thema von uns Männern. Dann haben wir weiter gesehen, als Mann soll man nicht aufhören, seine Frau immer besser kennenzulernen. Ich weiß noch, als ich frisch verliebt war in Serena, meine Frau, dann konnte ich jeweils kaum erwarten, sie wiederzusehen. Und ich fand es spannend, jedes Mal etwas Neues an ihr zu entdecken, etwas Neues an ihr zu erfahren. Jetzt bin ich dann knapp 12 Jahre verheiratet und ich merke, so dieses Verlangen hat etwas nachgelassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch anderen so geht, die schon länger verheiratet sind. Ich lade uns Männer ein, dass wir unsere Frauen immer besser lernen kennen. Dass wir ihnen unsere Liebe so zeigen, dass wir sie immer besser verstehen möchten und immer mehr erfahren möchten, wie sie sind. Denn auch wenn wir uns Männer wünschen, dass sich unsere Frauen nicht verändern, sie tun es eben doch. Und darum ist es gut, sie auch immer wieder neu kennenzulernen. Dann haben wir auch noch gesehen, Petrus bezeichnet die Frauen als die Sensibleren. Und ich denke, auch da sind wir Männer ein Leben lang gefordert, wenn wir verheiratet sind, sensibel mit unseren Frauen umzugehen. Ich sage manchmal Dinge und ich merke gar nicht, dass das jetzt meine Frau verletzt hat. Und genau darum sollen wir sie auch immer besser kennenlernen, dass wir eben genau das anfangen zu merken, wie verletze ich meine Frau und wie kann ich diese Dinge unterlassen, dass das eben nicht mehr geschieht. Und wie schon gesagt, das wird sich auch auf das gemeinsame Gebet auswirken. Mit meiner Frau zu beten, wenn da etwas in der Luft liegt, das nicht geklärt ist, finde ich unglaublich schwierig. Und darum finde ich es auch so wertvoll, dass wir am Abend, wenn wir ins Bett gehen, zusammen beten, weil spätestens dann wird offenbar, wenn noch etwas geklärt werden muss, wenn ich irgendwo eben nicht sensibel war. Und gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn man einen Streit hatte mit der Frau und sich dann versöhnt, dass man dann auch zusammen betet. Wenn man sich dann wieder eins macht vor Gott. Und auch mir hilft das, in der Sensibilität gegenüber meiner Frau zu wachsen. Und ich bin überzeugt, dass wir die Einheit in der Ehe stärken, wenn wir Männer dran sind, unsere Frauen immer besser kennenzulernen und sensibel mit ihnen umzugehen. So, wir haben jetzt einige Aussagen über die Frauen gesehen, einige über die Männer. Wir merken aber auch, letztlich geht es hier Petrus ja um die Ehe. Und wir möchten uns jetzt zum Schluss auch noch ein paar Gedanken machen über die Ehe. Ich brauche die nächste Folie, genau. Über die Ehe, was eigentlich Petrus damit über die Ehe aussagt. Und ich lese nochmal unseren ganzen Text durch. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott.
Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig oder verständnisvoll mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre, denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Wenn wir diesen Text anschauen, dann merken wir, Petrus sagt einige Dinge zu den Frauen, er sagt auch einige Dinge zu den Männern und er sagt eigentlich beiden, gebt dem anderen. Den Frauen sagt er, gebt den Männern Respekt, den Männern sagt er, liebt eure Frauen. Das ist ein Geben. Und das macht deutlich, die Ehe ist keine Gemeinschaft des Forderns vom anderen, sondern des Gebens, des Schenkens. Und da liegt ein ganz wichtiger Schlüssel. Eine Frau hat einmal gesagt, wenn mein Mann mich liebt, dann fällt es mir auch leicht, mich ihm unterzuordnen. Und ich glaube, dasselbe gibt auch umgekehrt. Wenn ein Mann sich respektiert weiß von seiner Frau, fällt es ihm auch einfach, sie zu lieben. Und das wird zu einer glücklichen Ehe führen, wenn beide geben. Beide werden dann beschenkt werden. Aber genau darin liegt auch das Problem. Was passiert, wenn ich mich als Mann eben aus irgendeinem Grund nicht mehr respektiert fühle von meiner Frau? Was passiert, wenn du dich als Frau irgendwo nicht mehr geliebt fühlst von deinem Mann? Dann ist die Gefahr groß, dass ich als Mann oder dass mir als Mann schwerfällt, meiner Frau Liebe zu schenken und als Frau fällt es dir schwer, deinen Mann zu respektieren. Und dann wird es dem Mann noch schwer fallen, die Frau zu lieben und das führt dazu, dass der Frau noch schwer fällt, den Mann zu respektieren. Wir merken, dann fängt so eine Spirale an zu drehen und die zieht nach unten. Und wenn man nicht durch Vergebung und Versöhnung ausbricht aus dieser Spirale, dreht sie immer weiter. Aber eins ist klar, zu einer glücklichen Ehe wird das nicht führen. Und da sehen wir noch einen letzten Punkt, wenn wir Ehe so leben, wie es Petrus hier schreibt, dann wird das zu einer glücklichen Ehe führen. Und das ist auch das Anliegen von Petrus und ich bin überzeugt, das ist auch das Anliegen von Gott, dass wir glückliche Ehe haben. Und glückliche Ehe meint, beide Ehepartner sind glücklich. Und genau das ist für uns heute noch wichtig, dass wir glückliche Ehe haben können. Und ich lade alle ein, die verheiratet sind, sich mal zu fragen, wo habe ich eine fordernde Haltung gegenüber meinem Ehepartner? Wo hat mein Ehepartner zumindest in Gedanken gar nicht die Möglichkeit, zu etwas Nein zu sagen? Vielleicht, wenn es darum geht, dass er mir hilft im Haushalt oder wenn es um körperliche Nähe geht oder um Freizeitgestaltung oder um das Thema Geld. Dort, wo mein Ehepartner auch schon nur, wenn ich das in Gedanken so finde, nicht die Möglichkeit hat, Nein zu sagen, bin ich in einer fordernden Haltung. Wenn ich so auf unsere ersten Ehejahre zurückblicke, dann merke ich, habe ich meine Frau gerade auch im Bereich der Sexualität viel zu stark unter Druck gesetzt. Ich war viel zu fordernd. Und das hat sich weder positiv auf unsere Sexualität ausgewirkt, noch auf unsere Ehe. Und es ist klar, wenn wir fordernd sind, dann wird sich die Frau nicht mehr geliebt fühlen und der Mann nicht mehr respektiert. Und darum möchte ich so uns Mut machen, hören wir auf zu fordern. Kommen wir aus dieser fordernden Haltung, die wir vielleicht haben, gegenüber dem Ehepartner wieder heraus. Sondern geben zuerst einmal. Mir ist bewusst, das ist ein ganz grosses Wagnis. Weil doch da sofort die Angst aufkommen kann, ja was ist, wenn dann der andere nicht gibt? Was ist denn, wenn mir etwas fehlt? Komme ich dann nicht zu kurz, wenn ich das so lebe? Aber genau da kommt wieder mein Herz ins Spiel. Wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, bin ich in der Liebe gegründet und gewurzelt, haben wir gesehen. Und dann schenkt mir Gott diese Liebe, die ich brauche. Und da stellt sich einfach die Frage, ja, glaube ich denn das? Glaube ich das? Oder erwarte ich eben doch von meinem Ehepartner, dass er mich glücklich macht?
Oder erwarte ich das von Jesus? Eins kann ich euch sagen, es überfordert jeden Ehepartner, wenn du von ihm erwartest, dass er dich glücklich macht. Das schafft kein Ehepartner. Das schafft nur Jesus. Und es wird vor allem auch zu einer fordernden Haltung gegenüber dem Ehepartner führen, wenn du erwartest, dass er dich glücklich macht. Darum, ich lade dich ein, Jesus zu vertrauen, dass er dir all das gibt, was du brauchst. Dann kannst du auch aus dieser fordernden Haltung herauskommen. Und dann kannst du auch aus dieser Negativspirale, die vielleicht angefangen hat zu drehen, wieder ausbrechen, wo du dich eben nicht mehr geliebt oder nicht mehr respektiert fühlst. Weil nur so können wir zu einer glücklichen Ehe kommen. Und der Weg daraus habe ich schon kurz angetönt, wenn wir in dieser Negativspirale sind, dann gibt es nur den Weg der Vergebung und Versöhnung. Und Vergebung bedeutet, dass ich eben meinem Ehepartner vergebe, wo er mich nicht geliebt oder nicht respektiert hat. Ich muss vergeben und dann heißt vergeben auch, das, was da geschehen ist, das steht nicht mehr zwischen uns. Und ich nehme es auch nicht wieder hervor, auch wenn wieder mal so eine Situation da ist, wo wir einen Konflikt haben. Und dann braucht es Versöhnung. Und Versöhnung meint den Schritt aufeinander zu und die Entscheidung, ja, ich will dich wieder lieben, ja, ich will dich wieder respektieren. Auch das kann mit Ängsten eben verbunden sein. Ja, was ist, wenn der andere sich gar nicht ändert und ich dann zu wenig bekomme? Und da sind wir ja wieder am selben Punkt. Da brauchen wir das Vertrauen zu Jesus, dass er uns die Liebe gibt, die wir brauchen. Wir kommen nicht zu kurz. Und ich bin überzeugt, wenn wir diesen Weg des Gebens gehen, wird das auch unsere Ehe verändern. Ich bin überzeugt, Jesus möchte, dass wir eine glückliche Ehe haben, eine erfüllende Ehe. Und ich bin auch überzeugt, wir können es nur dann haben, wenn wir das leben, was Petrus hier sagt. Es ist nicht so, dass ich das alles schon bestens beherrschen würde. Ich bin jeden Tag neu dran am Üben. Aber ich merke auch, wenn ich dranbleibe, lohnt sich das auch, weil es verändert sich dann auch etwas. Das sind langsame Schritte. Aber jeden Tag, wo wir ein Stück näher dem Ideal kommen, das Gott hier zeigt, wird auch die Ehe ein Stück erfüllender und glücklicher werden. Und das wünsche ich uns allen, die verheiratet sind, dass wir eine solche Ehe haben dürfen. Und alle, die es noch nicht sind, und sich das auch wünschen, wünsche ich natürlich, dass sie das dann auch erleben dürfen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, zuerst zu den Frauen ist wichtig, respektiert eure Männer. Gebt ihnen nie das Gefühl, sie haben nichts zu sagen. Achtet darauf, wie ihr ihnen etwas sagt. Das Zweite, oder was man auch noch sagen kann, ist, wenn ihr möchtet, dass euer Mann sich verändert, dann kritisiert eben nicht ständig, sondern lebt es vor. Dann zeigt ihr diesen Respekt. Das Zweite, was wir gesehen haben, wahre Schönheit kommt von innen, vom Herzen. Sie kommt daher, welche Entscheidungen wir im Herzen treffen. Und es ist wichtig, dass wir in diese Schönheit investieren. Bei den Männern haben wir gesehen, liebt eure Frauen, indem ihr sie immer besser kennenlernt. Indem ihr versucht, sie immer besser zu verstehen. Und das Zweite, was wir bei den Männern gesehen haben, Liebe und Sexualität, die gehören zusammen. Diese Dinge darf man nicht voneinander trennen, sonst bewegen wir uns weg vom Ideal von Gott. Und dann haben wir noch Dinge für die Ehe gesehen. Wir haben gesehen, Ehe ist nicht ein Fordern, sondern ein Geben. Und das können wir dann leben, wenn wir wissen, Jesus schenkt uns die Liebe, die wir brauchen. Und so möchte ich jetzt gerne mit uns beten, auch für unsere Ehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir einmal für die Liebe, die du gezeigt hast. Danke dir, dass du die Liebe vorgelebt hast, die unsere Ehen prägen soll. Und ich bitte dich, dass wir uns immer wieder von dir eine Liebe füllen lassen und dass wir sie in der Ehe weitergeben können. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir Ehe so leben können, wie es du hier beschreibst. Dass es nicht ein Fordern ist, sondern ein Geben ist. Ich bitte dich einfach für jede Ehe, dass sie darf erfüllend und glücklich sein. Und du siehst auch gerade Ehen, die vielleicht gerade im Moment so in einer schwierigen Zeit sind, die so in einer Negativspirale drin sind. Ich bitte dich, dass sie den Weg schaffen daraus raus, den Weg dürfen gehen von Vergebung und Versöhnung. Herr Jesus, segne du jede Ehe. Danke dir, dass dir Ehe unglaublich wichtig ist. Und ich bitte dich auch gerade für die nicht verheiratet sind. Ich bitte dich auch für sie, dass sie einfach dürfen merken,
wahres Glück kommt von dir. Man kann nicht erst glücklich sein, wenn man verheiratet ist, sondern man ist glücklich, wenn du unserem Herz wohnst und wenn wir in deiner Liebe dürfen gegründet und gewurzelt sein. Danke dir, Herr Jesus, dass du unser Versorger bist und uns das gibst, was wir brauchen. Danke dir, dass du so ein treuer, ein liebender Gott bist. Amen.